Heute bin ich mal ganz alleine unterwegs. Das ist sehr selten. Meistens doch, fast immer bin ich in Begleitung. Ja, und gestern wollte ich euch Wladimir Iljitsch Lenin noch zeigen, wo schon alles dunkel war. Heute ist es noch hell, aber ich kann ihn trotzdem nicht besser zeigen. Irgendwie durch den Himmel jetzt, durch den bedeckten Himmel, die Lichtverhältnisse sind so, dass man, glaube ich, ihn nicht so gut erkennen kann. Vielleicht ein bisschen jetzt. Aber sonst weiß ja eh jeder, wie er ausschaut. Er ist ja bekannt genug. Ja, ziemlich große Plastik hier im Zentrum von Sowjetsk. Dahinter haben wir das Hotel Rassier. Da waren wir auch schon vor Jahren im Restaurant, im Café. Und hier sind noch einige alte Gebäude aus der vergangenen Ära. Dort haben wir einen Elch, der ja schon ewig ein Symbol für das Land hier ist. Und dann kommen wir wieder zu der alten Straßenbahn. Die kann ich vielleicht gleich noch ein bisschen näher zeigen. So, jetzt sind wir schon vor ihr. Hier ist Sommer normalerweise ein kleines Café drin. Sehr herzig. Ich habe es leider noch nicht besuchen können. Oder wir. Sagen wir lieber. Und das war mal eine Endstation. Der Engelsberg. Den gibt es sicher immer noch, so wie die Straßenbahn. Aber wie der jetzt heißt, auf Russisch, kann ich im Augenblick nicht sagen. Das muss keine direkte Übersetzung sein. Das kann auch ein ganz anderer Name inzwischen sein. Kann ich nicht sagen. Das ist die Nummer 12. Ja. Jetzt gucken wir noch mal zurück, unter anderem zur Straßenbahn. Für mich inzwischen ist das hier alles schon sehr vertraut. Nach den Jahren kein Wunder. Auch meine Heimat ist diese Stadt, aber überhaupt das ganze Gebiet jetzt geworden. Und das ist natürlich eine große Freude, weil das Leben hier ist eben reichlich anders und es sind andere Facetten, neue Facetten für einen gekommen, mit denen man sich natürlich dann vertraut machen musste. Und so wird es einem eigentlich in solch einem Leben nie langweilig. Nicht zuletzt die ganzen Menschen, die man neu kennenlernt. Trotz der Sprachprobleme gibt es so viele Möglichkeiten, die zu überwinden. Auch mit meinem ganz bisschen Russisch nur, wo ich nur das Allernotwendigste machen kann hier im Alltag, in Banken und einkaufen und so verschiedene andere Dinge noch. Aber man hat ja auch den Übersetzer elektronisch jetzt. Und der funktioniert meistens sehr gut. Und manch einer kann sogar ein bisschen Deutsch hier. Oder einige sogar sehr gut. Es sind nicht viele, aber natürlich. Die gibt es und die gehören auch zu meinen Freunden. Weil sich das natürlich einfacher gestaltet hat durch keine Sprachschwierigkeiten. Aber ich habe natürlich auch sehr liebe russische Freunde, die kein einziges deutsches Wort sprechen. Macht nichts. Wir kommen trotzdem gut zurecht. Das ist also die Ulica Pobjedy, also die Straße des Sieges übersetzt. Die ist also jetzt schon lange eine Fußgängerzone.
Nun nur ein bisschen was zur Schreiberei von mir. Nämlich, bevor ich das sage, jetzt ein Hinweis mal endlich. Jetzt fällt es mir endlich ein. Obwohl mir die rechte Hand beim Halten vom Smart schon ein bisschen kalt wird. Die muss ich mal jetzt in die Manteltasche stecken und die linke Hand nehmen zum Halten. Ich weiß nicht, ob euch allen das klar ist, dass ihr auch immer noch was lesen könnt zu den Videos. In den meisten Fällen jedenfalls mache ich längere oder auch kürzere Beschreibungen und so einige Anmerkungen. Und da braucht ihr nur den kleinen Pfeil rechts unter dem Video anklicken und dann kommt ihr schon zu dem Text. Also macht das ruhig mal, würde mich freuen, weil ich mache mir schon ein bisschen Mühe mit diesen Texten und wenn die keiner liest, das wäre sehr schade. Hätte ich schon längst mal sagen müssen, aber jedes Mal fällt mir das bisher nicht ein, heute zum ersten Mal. Also gutes Zeichen, dass ich heute anscheinend besser funktioniere. Und das hat nichts mit Kälte zu tun. Es ist recht kalt. Es hat gestern Nacht wieder geschneit. Nicht ganz so viel, aber immerhin. Und es wird sicher weiteren Schnee geben. Na, wir sind ja auch noch voll im Winter drin. Was soll's. Aber den kann man hier tatsächlich noch erleben. Was bei uns ganz in der Mitte von Europa gar nicht mehr vorstellbar ist. So, ich gehe jetzt mal wieder auf die Fußgängerzone oder ganz herüber. Ja, und ich komme gleich jetzt zu der Schreiberei. Nämlich, es ist was sehr Interessantes entstanden. Nämlich, dass ich einfach so völlig planlos auf ein Thema gekommen bin, was allerdings auf der Hand lag, aber trotzdem hätte ich mir das nicht vorstellen können, dass ich darüber schreibe. Nämlich, es geht um, kommen wir wieder zur russischen Sprache, es geht um bestimmte russische Wörter, die nicht überall in den Ländern der alten Sowjetunion gleich ist. Da gibt es Unterschiede und das Buch, worüber ich jetzt erzähle und wo ich immer weiter schreibe jetzt, das ist eben auch ein Russisch, was ein bisschen anders ist. Und zwar so in bestimmten Wörtern wie Straßenbezeichnungen, aber auch wie zum Beispiel das Wort Haltestelle. Das ist dann ein ganz anderes Wort und so gibt es so einiges. Es gibt dann sogar, was mich sehr gewundert hat, hier und da an einigen Stellen zumindest kein typisch kyrillisches I, sondern ein eigentlich lateinisches I, was es im sonstigen Russisch ja überhaupt nicht gibt. Ja, aber hier und da gibt es das eben. Also Russland ist so groß. Und auch die Staaten, die heute nicht mehr direkt zur Föderation gehören, haben eben die Sprache im Wesentlichen ja auch, nur eben hier und da in Differenzierungen. Aber die sind nicht so groß, ich denke mal, die sind fast nur so groß wie zwischen Deutschen und Österreichern. Also die kommen alle im großen Russland, wo sie auch herkommen, gut miteinander aus, sprachlich und auch sonst, mental. Hier in der Nähe haben wir auch schon gewohnt. Wir haben ja jetzt schon die dritte Wohnung. Aber nicht, dass wir irgendwo unzufrieden waren in den Wohnungen, gar nicht. Das war überall ganz in Ordnung, nur hat sich so ergeben aus verschiedenen Gründen. Dass wir dann, auch wenn wir länger nicht da waren, ja, und deswegen ist das auch meine alte Heimat hier unter anderem. Diese ganze Ecke hier ist noch ein großer Komplex von Geschäften. Alles Mögliche ist da drin. Baltica heißt es, das Zentrum.
Ja, also das ist jetzt ein Punkt, wie gesagt, im Buch, dass ich so vergleiche dann auch. Also das Russische hier, das Russische dort. Und es hat begonnen durch ein Denkmal, was wir damals uns angeschaut haben. Und das ist ein Denkmal, was die Geschichte dieses Landes berührt. Und wo man dann lesen kann, wie viele Jahrhunderte oder schon 1000 Jahre oder wie lang, ich weiß nicht mehr genau, das Land also existiert als das Land, was man heute eben auch kennt. Natürlich in all den Entwicklungsstufen, klar. Und da hat dann mein russischer Freund gelesen auf den Metalltafeln, also mit Metallbuchstaben. Das ist sehr schön schmiedeeisern gearbeitet. Und da ist das dann herausgekommen mit der ganzen Geschichte des Landes. Und das hat sich im Buch dann so entwickelt, dass ich eben über diese Beschreibungen, also des Denkmals, Beschreibungen des Landes auf die unterschiedlichen Ausführungen von einigen Wörtern gekommen bin. Das ist immerhin vielleicht zumindest eine Dreiviertelseite im Buch, schätze ich mal. Und das ist gerechtfertigt, da ein bisschen Platz, wenigstens ein bisschen Platz in dem Buch dem Thema zu widmen. So, das war's jetzt erstmal, dass es nicht zu lang wird. Wir sind jetzt schon bei 11 Minuten 36, 37. Jo, jetzt gehe ich in ein schönes Café, Konditorei, da gibt es so viele hier. Und werde mich da erstmal gemütlich hinsetzen und mich auch ein bisschen aufwärmen. Vielleicht noch ein paar Telefonate dort führen, nach Österreich, nach Deutschland, innerhalb Russlands. Ein wieder sehr schöner Tag, der 2.2.22. Hat mich die Lenitschka heute darauf aufmerksam gemacht, auf das Datum. Das ist so eine besondere Schnapszahl, wie man so sagt, ne? So, und da hatten wir also nochmal zum Abschluss einen Soldaten gesehen. Sehen wir immer noch auf diesem Denkmal hier auf diesem Platz. Ja, das ist also alles noch bezogen auf den Zweiten Weltkrieg, den man hier zum Glück nicht vergessen hat. In den Schnee hineingeguckt. Ach, den liebe ich ja so sehr. Vielleicht war ich im ersten früheren Leben mal ein Husky. Ja, alles Liebe, bis bald.